Hallihallo, liebe Zweiradfreunde. Hier habe ich mal ein Teil, das ich heute mal ausprobieren kann. Und zwar ist das die Honda VFR 1200F. Mal ganz kurz einen Überblick. 1200, ich glaube 37 Kubik, 173 PS. Doppelkupplungsgetriebe, sieht man auch, kein Kupplungshebel vorhanden und ich habe so eine spezielle Handbremse hier. Ja, ist auch was Außergewöhnliches, dieses Teil hier, muss man dann anziehen. So, jetzt ist er arretiert durch das Doppelkupplungsgetriebe, was ja momentan hier auch auf neutral steht. Außerdem habe ich noch Drive und ein Sportprogramm. Ja, hier ein ganz feines Leckerli, Kardanantrieb und natürlich DAM-Auspuff aus dem Zubehör. Ne? Also ist eine sehr schöne Maschine. Ja, hier, das ist das Doppelkupplungsgetriebe. Und ich habe jetzt schon ein paar Kilometerchen gemacht und muss sagen, fährt sich sehr angenehm. Man sucht natürlich immer wieder die Kupplung, ne? Die nicht vorhanden ist, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Das Teil hat die Blinker hier oben eingebaut und hier, das sind die Positionsleuchten, also so wie Art Standlicht. Ansonsten ist hier noch Halo drin, ne? Die guten alten H7 Birnen, aber was soll's, ne? Spritverbrauch wäre noch zu sagen bei normaler Fahrweise. Also auch mal so 130, 140 inklusive langsame Ortsdurchfahrten und. Liege ich jetzt bei 5,5 Liter. Ne? Also bin recht zufrieden. Ich darf dieses Teil mal fahren, gehört mir leider nicht. Ne? Aber es wäre noch ein Kandidat. Könnte man sich durchaus vorstellen, so eins noch in der Garage stehen zu haben. So. Ich mache mal an hier. So sieht's aus. Ja, mittiger Drehzahlmesser, ne? Das ist die Baureihe hier von Honda. Sehr solide das Ganze. Hier mal der Auspuffsound. Schöner Zubehörauspuff. Auf jeden Fall, wer kann, der sollte das Ding mal Probe fahren. So, das war es erstmal auf die Schnelle von Onkel Kalle. Und jetzt geht's weiter. Fahrt an der Elbe lang von Breetsch bis Lutherstadt-Wittenberg. Also tschüss erstmal.